Für die, die einen coolen Kommentar schreiben. Eine wunderschöne Turboladerlampe. Ernest, nimm mal unseren GTI rein. Wir müssen da mal kurz was ausbauen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin bei HG Motorsport. Heute Morgen schon um 7 wieder losgefahren. Um Hamburg immer direkt Stau. Katastrophal. Und zwar geht es heute darum. Guten Tag. Guten Tag. Die meisten kennen mich ja schon aus dem letzten Video, als Renny uns besucht hat. Okay. Ich sag mal, so kann er immer so als Hausformel sagen, 550, 600 PS geht mit einem 3 Zoll noch ohne Probleme. Genau. Für die, die jetzt das erste Mal zuschauen, ich bin der Timo von HG Motorsport und wir machen heute mal wieder ein paar Upgrades bei René. Heute geht es um dieses gute Stück hier. Wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, wird das erkennen. Es ist ein Catch-Can-System für den EA888 Generation 3, also der 2 Liter TWSI-Motor, der im Golf 7, Sierra Leone Cooper Golf 7 RETC verbaut ist. Kurzfassung, jetzt einmal ganz kurz, was ist ein Catch-Can? Ein Catch-Can-System ist einfach nur auf gut Deutsch ein Ölauffangbehälter. Sprich, ein Behälter mit einem Filter, wenn es gut gebaut ist, mit einem Sintermetallfilter innen drin und einem Kammersystem, der die Öldämpfe sowie Ölschlamm, der über die Kurbelwellengehäuseentlüftung normalerweise direkt wieder in die Ansaugung geführt wird und dann dementsprechend vom Turbolader auch mit angesaugt wird, praktisch verhindert, dass diese Öldämpfe und Absonderungen direkt in die Ansaugung gelangen, sondern einfach in dem Auffangbehälter drin bleiben und dann je nach Fahrstrecke und Leistung, die gefahren wird, dann regelmäßig entleert werden kann. Und also kommt da viel raus? Ja, also ist natürlich immer davon abhängig, deswegen habe ich es auch gerade eben gesagt, ist es ein Serienmotor oder ist es leistungsgesteigertes Fahrzeug? Mhm. Desto mehr Ladedruck ich fahre, desto mehr Druck liegt natürlich auch im Motor an, ist klar. Ja. Und bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen ist es schon noch ein bisschen mehr als bei einem Serienmotor, aber auch bei komplett Serienfahrzeugen haben wir das halt auch ausgiebig getestet und man wundert sich doch, was da schon so nach 1000 Kilometer Fahrstrecke in so einem Auffangbehälter dann sich angesammelt hat und rauskommt. Und du sagtest normalerweise, wenn man das Kit nicht verbaut hat, wo gehen dann die Reste dann hin? Direkt wieder in die Frischgasseite des Turboladers. Also in die Ansaugung, so dass der Turbolader dann praktisch diese Öldämpfe und auch teilweise dann ein bisschen richtiges Öl, Schmodder, hast du halt immer in der Kurbelwellengehäuseentlüftung durch Kondenswasser und Co. Mhm. Wir können sonst nachher auch einfach nochmal eins von unseren Autos kurz mal einen Catch-Tank aufmachen, das im Video mal zeigen, was da rauskommt. Die sind zwar regelmäßig geleert, aber auch da wird man sofort sehen, dass so ein Öl-Wasser-Gemisch immer sehr, sehr unschön aussieht. Und man sich dann auch vorstellen kann, was passiert, wenn das dauerhaft in den Motor mit rein, also angesaugt wird. Und das heißt, das wird über den Turbolader quasi mit angesaugt? Ja. Dann ist das ja für den Turbolader auch nicht gerade gut. Nee, wobei der Lader verzeiht das in den meisten Fällen. Das ist jetzt nicht so problematisch, weil das natürlich nicht so ist wie, ich gebe jetzt Gas und alles, was in dem Tank ist, kommt auch Schlag aus dem Motor. Das sammelt sich ja über die Laufzeit an. Ne? Darum geht es ja eben. Okay. Aber es ist halt eine dauerhafte Belastung. Und beim TWSI ist halt einfach das große Problem, wie es jeder weiß, Direkteinspritzer, keine Reinigung der Ventile. Und da ist natürlich alles, was du an Ablagerungen vermeiden kannst, die irgendwo in den Ansaugbereich kommen, ein riesengroßer Vorteil, weil du einfach die Verkokung des Motors damit reduzierst. Na, sie ist nicht komplett weg, aber sie wird definitiv reduziert. Okay, da bin ich echt mal gespannt. Ja. Mal einen Schluck Kaffee. Das hier ist der Tank. Genau. Da wird das quasi aufgefangen. Ja. Was macht dieses Ding? Das ist quasi die Platte, die nachher oben auf dem Ventildeckel, also auf dem Zylinderkopf, sagen wir mal Ventildeckel, befestigt ist. Da können wir sonst auch gleich nochmal am Motor direkt drauf eingehen. Dann ist das, glaube ich, für die meisten Leute ein bisschen verständlicher, anstatt jetzt einfach nur so ein Frästeil zu sehen. Das ist aber quasi dann der Bereich, wo der Druck dementsprechend die Kurbelwellengehäuseentlüftung über die Schläuche nachher in den Tank reinläuft und dann aus dem Tank wieder zurück in die Ansaugung geführt wird. Ja, und das ist jetzt quasi einfach nur wie Serie auch, bloß dass jetzt halt dementsprechend dieser Tank mit den Schwallblechen und dem Sinterfilter, der da drin ist, dazwischen sitzt, sodass definitiv dann nur noch wieder ohne Ablagerung in die Ansaugung zurückgeführt wird. Das ist der entscheidende Vorteil. Hm, verstehe. Und das Ding hier, das ist billig, ne? Ja. Ach, geil. Geil. Hauptsache CNC. Genau, geil. Ja, es ist irgendwie bei Tunern allgemein so, finde ich, wenn man sich mit diesem Geschäft auseinandersetzt, so, sobald man was CNC-gefrästes in der Hand hat, ist man irgendwie immer wie so ein kleines Kind und freut sich. Ja, mega. Ja, genau so. Es ist immer so, es fühlt sich massiv an, es ist geil, es ist konturgefräst, alles gut. Genauso wie mit Fitting und Steifwerksleitung, es ist einfach, will man haben, muss irgendwie gut aussehen. Alles dezent in schicken, freundlichem Schwarz ist sowieso am schönsten und dann passt das Ganze. Ja. Was so Schläuche wie diese können, da haben Philipp und ich ein Video zugedreht, könnt ihr mal bei ihm auf dem Kanal gucken, in seinem Technikon. Ich verlinke das einfach mal oben. Ja, da ist das ausführlich erklärt, da brauchen wir jetzt nicht noch weiter. Besser können wir es, glaube ich, nicht erklären. Ich denke, dann gehen wir zu sehr ins Detail und das Video wird zu lang. Ja, okay, dann würde ich sagen, alle weiteren Details am Auto, im Motorraum. Genau. Und dann erklären wir noch mal ein paar mehr Facts. Genau. Das Auto gerade hochgenommen und wollten eigentlich den Behälter nach unten bauen, aber ihr wisst ja, das war mal ein GTD
Ja. Das heißt? Dass der GTD leider einen anderen Wischwasserbehälter hat als GTI und R und Co. Wir waren nämlich eigentlich richtig schlaue Füchse bei unserem System und haben das ganze System so konzipiert, dass es bei allen Modellen passt. Also egal, ob es ein Allradmodell ist oder ein Frontantrieb und auch egal, ob es ein Leon ist oder ein Golf 7 oder ein A3, haben wir das so gebaut, dass dieser Tank unten in die Radhausschale kommt. Einmal aus dem Aspekt, dass wir es deutlich angenehmer finden, wenn ich beim Ölwechsel einfach auf der Unterseite des Behälters die Schraube lösen kann und gleich den Catch-Tank bei meinem Ölwechsel mit entleeren kann und nicht den Tank aus dem Motorraum komplett ausbauen muss, alle Fittinge wieder lösen muss und dann das Ganze reinige und wieder einbaue, sondern ich einfach unter das Auto gehe, Schraube lösen, mit ablaufen lassen, wenn ich mit dem Ölwechsel fertig bin, Sache erledigt. Klingt gut eigentlich. Zwischendurch, genau. Wurde uns jetzt aber gerade mit deinem GTD-Wischwasserbehälter ein bisschen zum Verhängnis. Jetzt ist halt die Überlegung, was tun? Entweder schnell auf einen anderen Wischwasserbehälter umbauen. Ich meine, GTIs hätten wir ein paar hier stehen. Wäre sonst auch eine Überlegung. Und ich glaube fast, dass das auch die geilere Lösung wäre. Oder wir bauen das Ganze jetzt hier oben mit in den Motorraum rein. Dann wären aber die eben genannten Vorteile von unserem System eigentlich wieder zunichte gemacht. Und das würde ich ganz gern vermeiden. Ich würde fast dazu plädieren, dass wir jetzt sagen, wir gehen mal kurz an unseren GTI, bauen den Mischwassertank um und hauen den halt rein. Ernest, nimm mal unseren GTI rein. Wir müssen da mal kurz was ausbauen. Also GTI rein. Ernsthaft jetzt? Ja, das soll Hand und Fuß haben und soll auch alles vernünftig sein. Alles andere macht gerade keinen Sinn. Das ist halbherzig irgendwie dann reingedrückt, das schockt mich. Ein paar Sekunden später. Das Ding ist aus dem GTD. Das Ding ist aus dem, ist das ein R? Nee, das ist ein GTI. Ja, wie man sieht, die Bauform komplett anders. Wir haben jetzt einmal die Frontmaske, nein. Den Kühlergrill. Den Kühlergrill abgemacht, weil wir nochmal schnell eine weitere Optimierung gefunden haben, weil wir noch gar kein Zusatzluftleitwerk bei dir eingebaut haben. Genau. Genauso wie wir noch einen anderen Wasserschlauch verbaut werden, dass das optisch schon ein bisschen aus, schicker aussieht. So ein paar Kleinigkeiten habe ich auch gleich nachher noch in der Prototypenabteilung liegen, die wir auch noch bei dir einbauen werden. Die sind mir nicht gerade gestern fertig geworden, passt perfekt ins Video, finde ich cool. Ja, geil. Ja, und jetzt werden wir hier nochmal zwei zusätzliche Führungsluftleitbleche einbauen, die dann quasi, wir drehen das mal so rum, jetzt hier oben gleich zwei Ausschnitte reinbekommen und dann hier hinter dem Kühlergrill zwei Führungsbleche im Fahrtwind stehen, die den Fahrtwind dann quasi hier oben in die Carbonbox reinführen. Weil gerade so bei höheren Geschwindigkeiten dann doch nochmal einen Unterschied macht. Geil. Sehen wir gleich, wenn es eingebaut ist. Guckt euch bitte an, wie dieser Motorraum jetzt aussieht. Ansaugung, HG. Kleines Upgrade noch, HG, 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 HG. Was haben wir noch vergessen? Hier. Genau, das Luftleitwerk ist drin. Achso, und wir haben hier noch den Kühlwasserschlauch, den neuen, der normalerweise ja so hässlich hier oben rüberläuft. Achso, ja genau. Der da liegt haben wir jetzt genau, so eine Solution-Variante gemacht, die jetzt unter der Airbox langläuft. Ja, mega. Sieht halt alles ein bisschen cleaner, angenehmer, schöner aus. Ja, ja, mega, ja. Mega geil. Finde ich auch. Sieht cool aus. Öl-Catch-Tank. Catch ist richtig, Catch-Tank. Genau. Haben wir jetzt mittlerweile auch verbaut. Das heißt, habe ich ja gerade gesagt, wir haben das Auto einmal geschlachtet. Bitte nicht euer Auto jetzt hier hinstellen und sagen, falls ihr noch... ne? Also, bitte auch einmal schlachten. Bitte auch einmal schlachten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber das liegt ja auch nur daran, da es halt mal ein Diesel war, ne? Genau. Ja. Also egal, ob das sonst jetzt ein GTI, also alles, wo ein 2 Liter TSI drin ist, hat dieses Problem, was wir jetzt mit dir hatten, nicht. Okay. Ne? Das lag jetzt wirklich nur daran, dass es vorher mal ein Diesel war und da ein anderer Ausgleichsbehälter für den Wischwassertank drin ist. Ja. Ja. Aber sieht halt wirklich absolut geil aus. Ich denke auch. Und jetzt haben wir halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, den Catch-Tank selber auch da verbaut, wo er hingehört, nämlich unter dem Auto. Nächster Vorteil ist halt auch, wenn man jetzt reinguckt, man sieht so jetzt eigentlich gar nichts. Klar ist deine Motorabdeckung jetzt gerade noch nicht drauf, aber wenn wir die jetzt mal einfach nur provisorisch einmal kurz oben drüber legen, das Ganze passt halt, ohne dass man die Abdeckung auch irgendwie bearbeiten muss, sieht man von dem Catch-Tank-System jetzt also gar nichts mehr. Ja. Weder ein Tank im Motorraum oder sonstiges. Und dann ist halt eben, wie gesagt, das Problem, bei einigen Fahrzeugen hast du den Wischwassertank sonst hier sitzen. Mhm. Ich meine, das war bei den Allradlern, kann auch sein, dass es genau andersrum war. Nee, muss ja, genau. Bei den Allradmodellen sitzt er sonst hier. Und dann musst du da halt den Wischwassertank bei anderen Systemen dann dementsprechend oben ein Stück wegnehmen und hast dann anstatt 4 Liter nur noch 2 Liter Wischwasser. Okay. Was so im Winter, wenn das wirklich ein Alltagsfahrzeug ist, schon extrem wenig ist. Also ich sag mal so 200 Kilometer Autobahn im Winter mit Schnee und dann nur 2 Liter Wischwasser ist halt nervig. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann ja. bei jeder Tankstelle wieder nachfüllen musst. Und deswegen haben wir ja gesagt, nein, das muss irgendwie machbar sein und haben uns da echt ein paar Wochen eingesperrt und ausprobiert. Und dabei ist dann halt dieser Tank unter dem Fahrzeug entstanden. Mega, mega geil. Ja, denke ich auch. Und ich freue mich halt mega, dass ich jetzt auch mal
Billet am Auto ab hier, ne? Ja, du hast vorhin gesagt, du findest das so geil, deswegen habe ich gedacht, über die Deckel freust du dich auf jeden Fall. Ja, ach ja, stimmt, die sind auch. Kurz, das ist ja auch alles komplett. Ist auch Billet, ne? Alles komplett, die habt ihr auch im Programm oder? Die sind im Shop schon drin, allerdings noch nicht mit Preis. Das sind quasi die ersten Prototypen, die letzte Woche nach dem Fräsen von Pulverbeschichten wiedergekommen sind. Geil. Die jetzt gerade in der Marketing lagen, um die Bilder zu machen, habe ich gedacht, wenn jemand so abgeht auf CNC gefräste Aluteile, dann kann ich jemandem Gefallen tun. Und, mega geil. Hast dich gefreut, dann freue ich mich auch. Und aber wie gesagt, ich darf das Bild davon jetzt posten? Darfst du gerne schon machen, im Shop sind sie schon drin, Preise kommen übernächste Woche und dann hoffe ich, wenn alles klappt mit dem Fräsen etc. pp. Wie gesagt, das war das erste Set, was wir gemacht haben. Zumindest für die 7er Motoren sollte das Ganze so in 4 Wochen auch endlich bestellbar und lieferbar sein. Sehr geil. Ja. Ansonsten, denke ich, sind wir soweit durch. Was sich da drin so ansammelt, wirst du wahrscheinlich selber einfach mal so nach den ersten 500 oder 1000 Kilometern mal aufmachen, rauslaufen lassen. Dann machst du mal eine kurze Story oder baust das vielleicht noch ins Video mit ein. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, schreib René, schreib uns. Genau. Da können wir technisch Support liefern. Die Endrohre haben wir noch gemacht. Stimmt, wir haben ja noch was umgebaut. Haben wir die alten Rohre hier noch irgendwo liegen? Warte. Ja, haben wir. Da vorne neben dem Schweißhelm. Oder die, genau. Ich hatte vorher die Endrohre verbaut. Das sind ja die Carbon 114 mm Endrohre, genau. Halt von HG. Die haben wir jetzt geändert. Und zwar, wollen wir die mal zeigen? Auf eine wiedererwartend schicke Version aus Edelstahl. Also mir persönlich gefällt es wirklich besser. Ja. Jetzt siehst du halt auch, dass ein Auspuff drunter ist, ne? Das war schon, genau. Ist Geschmackssache, ganz klar. Deswegen haben wir so viele Versionen und Tuning wäre ja auch nicht Tuning, wenn ihr dasselbe machen würde. Ja. Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Also jetzt gerade die Ansicht von Weitem, wenn man jetzt so aus 10 Meter Entfernung guckt, man sieht die Endrohre noch. Ich finde, das ist einfach ein Edelstahl-Auspuff, kann auch Edelstahl-Endrohre haben. Kommt mega. Also ja, der Arsch wirkt jetzt noch mal mehr sexy als vorher. Ja. Wir müssen mal wieder reingehen. Ich habe keinen ND-Filter drauf. Sie ist draußen, ist ein bisschen hell, aber mega. Wir hatten noch die Variante zwischen diesen Titan. Das Problem ist, also an sich ist geil, auch mit der orangenen mit der orangenen Linie, sage ich jetzt mal. Das ist einfach nur die Verfärbung durch die unterschiedliche Einwirkung, ne? Genau. Aber dadurch, dass du halt das Blau, weil du siehst ja das Rohr halt so, und das Blau findet sich halt bis aufs Kennzeichen Blau nirgendwo wieder. Deswegen haben wir uns, oder ich mich dann dagegen entschieden. Aber mega, mega geil. Sehr schön, freut mich. Ja, das war so das kleine Upgrade quasi von heute bei HG Motorsport. Guck mal bitte, wie das jetzt einfach aussieht, ne? Also der Vorteil von diesen Blechen, ich weiß, klingt immer so ein bisschen werbelastig, aber soll es gar nicht sein. Was ich halt so geil finde, ist, das wird hier ist dieses Blech, das geht so ein bisschen angeschrägt nach unten und geht hier hoch und kann so direkt in die Ansaugung reingehen, ne? Das ist halt geil. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich die Bleche unten, ob ich da noch so eine orangene Linie drauf lackieren lasse, von Danny zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. War mir wieder eine Freude, hier zu sein. Ja, hat mich auch gefreut. Vor allem habe ich das Auto nicht mal live gesehen. Ja, und was sagst du? Ganz anders als auf den Bildern. Kreide ist natürlich sowieso so eine ultra schwierige Farbe. Ja, ja. Es sieht auf Fotos immer ganz schnell weiß aus. Live ist es halt doch mehr grau als auf den Bildern. Aber ansonsten vom Konzept her und so finde ich schon sehr, sehr gelungen. Also ich habe jetzt schon ein paar Oettinger-Umbauten gesehen, dadurch, dass wir ja sonst auch für die anderen Oettinger-Breitbauten die Abgasanlage und Co. liefern. Mhm. Ist also wirklich von der Umsetzung, von der Verarbeitung her schon 1+ mit Sternchen, definitiv. Also bin gespannt, was jetzt noch so kommt. Du hast ja mir noch so ein paar Details erzählt, die andere Leute vielleicht noch nicht wissen. Ja, genau. Deswegen wird auf jeden Fall noch geiler als jetzt. Und ich würde ihn so auch fahren. Ich glaube, das ist mega, oder? Ja, definitiv. Ja. Wird mir so in der Sammlung gefallen, ohne, ohne Frage, ja, doch. Leute, für die Abonnenten unter euch, für die, die einen coolen Kommentar schreiben und für die, die einen Daumen da lassen, gibt es ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir uns überlegt, etwas, was jetzt nur den Golf betrifft zum Beispiel, zu verlosen, wäre ja blöd, weil sich da nur die Golfleute angesprochen fühlen. Und jetzt haben wir etwas rausgesucht, was es auch bei euch schon im Programm gibt. Ja, sogar schon einen Moment länger, aber ich glaube allgemein jeden Auto- und Tuning-Begeisterten definitiv ansprechen wird oder vielleicht sogar grinsend ins Gesicht zaubert und man sich freuen wird. Das, was ich euch jetzt zeige, ist meins. Abgezogen. Wie gesagt, ihr könnt es gewinnen. Ich los das in dem nächsten Video, was kommt.
Da würdet ihr dann erfahren, wer der Gewinner ist. Ich mache das nicht so, dass ich das selber rauspicke, sondern es gibt ja so Online-Generator, muss man gucken, welchen ich da nehme, so Online-Generator, die dann quasi aus allen möglichen Sachen das rausfischt. Und zwar, guckt es euch an, eine diese wunderschöne Turboladerlampe. Es ist so geil, wirklich, ich feiere das mega. Ja, es war eigentlich mal eine ganz, ganz doofe Idee zu Weihnachten. Wollten wir eigentlich nur 25 Stück limitiert machen, war aber dann wirklich so viel Nachfrage, dass wir da ein paar mehr von machen mussten. Ja, definitiv. Haben wir jetzt gerade wieder die nächste Charge aufgelegt. Gibt es einmal als Schreibtischversion zum Hinstellen auf dem Tisch oder Nachttisch und auch als Wandversion, um sich das dann irgendwo neben das Bett oder in die Werkstatt oder wo auch immer hinzuhängen. Kabel, Fassung etc. ist dabei. Was nicht dabei ist, ist eine Glühbirne. Da kann sich dann jeder so nach eigenem Geschmack irgendwas reinstecken. Einfarbig oder RGB gesteuert oder wie auch immer. Ja, oh, guckt euch das an. Hier schön mit HG-Logo. Echt geil. Ja. Wie gesagt, das gute Stück könnte bald deins sein. Was du dafür tun musst, habe ich gerade erklärt. Mega geil. Vielen Dank. Dafür nicht. Ich habe zu danken für den Besuch. Oder wir besser gesagt. Ich sage ich. Gehört sich ja nicht. Wirklich geil. Ich bin gerne hier. War auch wie immer ein schöner Tag, denke ich. Ja. Und wir haben ja noch ein paar Projekte vor. Genau. Bin gespannt, womit wir als nächstes starten, was wir als nächstes machen. Aber ich glaube, uns wird noch ein bisschen Blödsinn einfallen. Auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und das ist der Grund, warum wir das Auto einmal schlachten mussten. Ja, bitte? Darf ich das wenigstens so machen? Das sieht hier voll nach Unfall aus, ey. Schau mal hier ran, ey. Wir nehmen das so schön auf. Das sieht aus, gerade als ob ich so ein Totalschaden wäre. Das ist halt so typisches Schlachten, ne? Ja, genau. Muss da ganz schnell raus, damit wir das heute noch fertig kriegen. Genau. Ich wollte auch vorhin eine Story machen und denke so halt jemand so, Alter, irgendwie sieht das nach Unfall aus. Warte, ich fang mal hier direkt an, weißt du?